Servus Leute und willkommen zurück zu CitySixL 2012. Ich speichere mal kurz, Moment. Will das immer in der Aufnahmepause machen, vergesse es aber immer wieder. Wir haben in der letzten Folge Neuschwanstein fertig gebaut, dann kurz dieses Outlet Center hier fertiggestellt und ein Observatorium gesetzt, das jetzt glaube ich auch noch in Bau sein dürfte. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich es hingebaut habe. Ach hier, da ist es. 3% fertig. Wird, sage ich mal, dauert nur etwas lange. Ja, ist halt bei den Bauplänen immer so, dass die ein bisschen lange dauern. Dafür sind es ja auch Baupläne. Sonst wäre es ja einfach, wenn man die einfach setzen könnte. So, hier hinten dieses Ding ist ja, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt hatte, ein bisschen übertrieben beleuchtet. Aber naja, kann man jetzt nicht ändern. Gestaltet ist es schön, aber die Beleuchtung ist ein bisschen arg fail, sage ich jetzt einfach mal. Na gut, ist eigentlich schön von den Eingängen her, ne? Geht. Hinten könnte man auch rein, aber... Da ist Wald, also da ist nix, da kann man nicht rein. Ich schaue jetzt mal, wie es verkehrstechnisch aussieht, gerade in der Stadt. Wir haben einen Haufen gelbe Flecken, hier vor allem auch ein paar roten Flecken. Ich frage mich allerdings gerade, wo der herkommt. Ja gut, es ist halt hier, weil das halt aus dem Wohngebiet rausführt und in die Industriegebiete ist, das ist ein bisschen schwierig. Kann mir mal einer erklären? Na gut, jetzt ist hier auch rot. Ja, das ist halt hier ein bisschen überlastet von der Verkehrsdichte her. Das kann ich jetzt aber leider nicht ändern. Ich habe hier eh schon überall Einbahnstraßen durchgeführt. Ihr könnt jetzt überall schön lang fahren. Könnt auch im Kreis fahren. Mehr kann ich leider hier nicht machen. Habe ich eigentlich eine Buslinie? Ich habe hier nicht mal eine Buslinie, ne? Das könnte man vielleicht machen, dass man hier eine Buslinie noch lang fehlt. Weil wir haben hier die Busgesellschaft und die Endstation. Da ist... Wie viele Linien sind denn da dran? Zwei. Da könnten wir noch eine dranhängen. Moment, dann machen wir das doch mal, weil dann haben wir hier vielleicht wenigstens ein bisschen Entlastung. Was ist denn jetzt hier falsch? Das ist ein Schand... Ach, ich bin auch blöd. Ich will das die ganze Zeit auf den Gendarmerieposten ziehen und wundere mich, warum das nicht geht. Ja. Ich bin intelliklug, ja. Hier hinten haben wir eine Buslinie. Aber die führt, glaube ich... Hier sind aber keine Haltestellen. Okay. Das heißt, wir werden die Buslinie mal so führen, dass die hier hinten einmal hält. Dann hier rumführt. So ein bisschen. Dann hält die hier, fährt hier rüber, hält hier drin. Ach ja, das sind Einbahnstraßen, deshalb geht es ja nicht so gut hier. Hält hier, hält dann nochmal hier und fährt dann wieder zurück. So, dann haben wir auch zumindest ein bisschen Verbindung zum Rest der Welt hier sozusagen. Ach ja, Buslinie, was war denn das jetzt? Was war die Linie 20, ne? Die werden wir mal hier auf klein setzen. Die wird allerdings ziemlich schnell ausgelastet werden, gehe ich mal von aus. Hier könnten wir das auch mal ein bisschen aufrüsten. Kostet dann zwar mehr Geld, ist aber auch nützlich, weil dann natürlich unsere Leute auch zufriedener werden und das auch ein bisschen öfter steigt, glaube ich, die Auslastung. Hier die Linie 21 ist gut, also wirklich sehr gut ausgelastet. Hier hinten sind auch die Tramlinien ziemlich gut ausgelastet, bis auf die beiden hier oben. Also die ist eigentlich überhaupt nicht ausgelastet, die Linie 8. Ich weiß auch gar nicht, wo die ist. Das Ding ist aus unterschiedlichen Gründen pleite, okay. Deswegen sind die vermutlich nicht ausgelastet. Die Linie 8, was ist das denn? Das ist die Shuttle-Linie hier hinten hin. Warum ist die denn nicht ausgelastet? Weil die Dinger hier alle pleite sind, oder was? Ich meine, die haben keine Arbeitskräfte, da ist mir das schon bewusst, dass das nicht ganz so funktioniert. Aber warum? Warum sind die überhaupt alle pleite, diese ganzen Tramstationen? Das Urlaubshotel ist pleite. Diese Station ist pleite, aber funktioniert scheinbar noch. Seltsam. Ist mir ein Rätsel, warum das jetzt so ein bisschen rumbackt hier. Okay, die Linie hatten wir gerade... Oh! Die Linie 20 ist schon bei 58% Auslastung. Wollen wir das doch mal ein bisschen lösen. Wie ist jetzt der Verkehr hier hinten? Besser geworden auf jeden Fall. Wunderbar. Haben wir das schon mal gelöst.
Wie gesagt, ich könnte auch so ein Shuttle-U-Bahn-System bauen, aber ganz ehrlich, das ist auch übertrieben irgendwie. Wie sieht's denn hier? Ich kann hier doch Tram-Traffic anschauen lassen. Hier hinten ist gar kein Tram-Traffic, der ist ja mit 1% relativ wenig ausgelastet. Hier in der Innenstadt ist ziemlich gut ausgelastet eigentlich. Der Busverkehr hier ist extrem. In der Innenstadt hier ist ziemlich viel auch. Hier hinten ist ziemlich viel. Die Linien nach außen sind natürlich nicht so ausgelastet. Hier ist ein bisschen Auslastung wegen dem Flughafen und der Messe. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass das deswegen ist. Gut, warum auch sonst, ne? Wie sieht's mit der Reisezufriedenheit aus? Wir haben ziemlich viele arbeitslose Bürger, sehe ich gerade. Alter Schwede. Oh, holy shit. Ziemlich viele sind hier nicht zufrieden mit dem Arbeitsweg, aber naja. Was will ich machen, ne? Man kann ja auch nicht alles lösen hier in der Stadt. Ich bin auf jeden Fall schon ganz zufrieden, wie sich das entwickelt hat hier. Mein Rathaus könnte ich auch mal umbauen, aber ich wüsste nicht in welches. Ich meine, das ist hier das höchste Gebäude und das fügt sich hier ganz gut ein eigentlich. Deswegen wäre das jetzt blöd, irgendwas anderes zu bauen hier. Ich meine, man könnte schon ein bisschen was umbauen, aber nee. Das passt hier so gut rein. Da lasse ich das lieber. So, und jetzt ist halt so ein Punkt erreicht im Let's Play, wo man in dieser Stadt nicht mehr viel machen kann. Man kann jetzt hier so Kleinigkeiten noch bauen, aber irgendwie ist halt jetzt ein Punkt da, wo ich sage, man kann nicht mehr viel machen, weil man alles irgendwie schon gebaut hat. Man hat eine große Stadt, ich meine, wir haben jetzt knapp 600.000 Einwohner, waren glaube ich auch kurzzeitig mal drüber, über den 600.000. Aber jetzt ist halt so eine Sache da, wo ich sagen muss, man könnte das Projekt eventuell pausieren, wenn die Baupläne fertig sind, weil ich halt jetzt von der, ja, weil ich halt jetzt nicht mehr die Ideen habe, was ich in dieser Stadt noch umsetzen könnte. Das ist jetzt halt das Problem an der Sache, ne? Wir haben hier jetzt noch das Observatorium im Bau, das werden wir auch fertig bauen. Und ich werde jetzt mal schauen, dass ich vielleicht hier noch mal kurz ein bisschen drüber schaue, ob das alles passt hier. Ja, in der Bildung haben wir noch ein paar Probleme. Ich weiß jetzt sogar gar nicht genau warum. Hier hinten haben wir eine Grundschule, da bräuchten wir vielleicht hinten noch eine, damit das ein bisschen ausgelasteter wird. Können wir mal das kurz abreißen hier, das Gebäude. Unten noch eine Grundschule bauen. Vielleicht löst es ja das Problem oder die brauchen eine weiterführende Schule. Das kann natürlich auch sein. Aber es scheint das Problem dann teilweise zu lösen. Ich kann es aber hier gerade gar nicht bauen. Warum? Weil es hier nicht. Hä? Hier war gerade ein Gebäude. Wollt ihr mich verarschen? Are you fucking kidding me jetzt? Tolles Deutsch übrigens. Jetzt geht's, ne? Aber warum? Hä? Oh Mann. Spiel. Plus. So, jetzt geht hier auch wieder ein Gebäude hin. Ich. Hinterfragt es jetzt einfach mal nicht. Hier haben wir dann auch Bildung, wird hier auch besser. Hinten fehlt vielleicht noch eine Grundschule irgendwo. Ich glaube, mit Grundschulen kommt man hier schon relativ weit. Was sonst auch nicht ganz real ist, aber egal. Ach, ich baue ja hier ein Haus und keine Grundschule. Moment. Sollte man dann vielleicht auch eine Grundschule bauen, wenn man eine möchte, ne? Hier geht es aber gerade nicht. Hier würde es gehen, dann bauen wir die hier so ans Eck rein. Hallo Autospeichern, dass gerade wieder das ganze Spiel zum Laggen bringt. Danke sehr. Na, wie gesagt, jetzt ist es halt, jetzt läuft es glaube ich in 6 FPS. Was jetzt eigentlich schon eine ziemliche Zumutung ist, ist halt CT6L, ne? Da kann man auch leider nichts dran ändern. Wie gesagt, es liegt auch nicht direkt an den Mods. Indirekt ja, aber nicht nur, sage ich jetzt mal. Es liegt auch selbst am Spiel, deswegen. Nicht immer alles auf die Mods schieben, das ist auch Spielsache. Feuerschutz bräuchten wir hier hinten ein bisschen mehr. Der ist noch nicht ganz so optimal. Ist halt jetzt auch blöd, weil wir an sich nicht viel mehr tun können gerade. Ich schaue jetzt da noch, dass ich das noch ein bisschen ausbaue und dann mache ich eine Aufnahmepause und vielleicht könnt ihr ja in den Kommentaren ein bisschen schreiben, was ihr noch so bauen würdet, weil ich gerade momentan nicht mehr viele Ideen habe, beziehungsweise gar keine Ideen mehr. Oh, jetzt habe ich meinen Schreibtisch geschlagen. Entschuldigung, wenn man das jetzt gehört hat. Also, ich wäre euch dankbar, wenn ihr vielleicht mal ein bisschen schaut,
was könnte man noch bauen? Oder halt ein bisschen schreibt, was könnte man noch bauen? Würdet ihr vielleicht gerne noch sehen hier in dieser Stadt oder wollt ihr lieber gleich eine Pause, dass es dann irgendwann wieder losgeht mit dem Spiel? Ich möchte allerdings niemandem versprechen, wann ich das Projekt dann im Endeffekt weiterführe, weil ich dann wieder im Zugzwang bin, das Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Und ich weiß halt noch nicht, wie ich da hinkomme mit. So, hier kommen wir gut vorwärts. Ich beschleunige das auch mal wieder. Wir könnten auch mal schauen. Moment. Oh, ja, na toll. Ich habe keine Ahnung. Die Cheats, glaube ich, funktionieren manchmal, manchmal aber auch nicht. Das ist so ein bisschen Glückssache mit dem Bauplan beschleunigen. Den Cheat gab es, dass also dieses Cheat-Menü gibt es ohne Mod im Hauptspiel, glaube ich, auch. Und da ist auch dieser Konstruktion der Baupläne beschleunigen Cheat drin, aber ich glaube, der funktioniert im Hauptspiel nicht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Hier funktioniert er scheinbar auch nicht. Okay. Ist ja auch egal, prinzipiell. Hier hinten haben wir einen ziemlichen Einschnitt in den Berg. Durch die Autobahn, die wir hier durchgefummelt haben irgendwie. Hat aber auch nur ums Verrecken gepasst hier. Ach, der Tunnel ist sogar noch da. Ich dachte, der ist wieder weggebuggt, weil er so rumbuggt. Hier ist auch noch ein Tunnel da. Ja, normalerweise buggen die ja dann teilweise gern mal weg, die Tunnel. Hier scheinbar momentan nicht. Was haben wir denn hier? Alles Walmart. Pharmacy. Supercenter. Ja, gut, das ist alles Walmart hier. Wie gesagt, Walmart ist ja eher so eine amerikanische Sache, die man eigentlich in Deutschland nicht hat. So riesige Center. Ich glaube, bei uns in der Umgebung kommt am ehesten noch der Globus hin, aber der ist auch nicht so extrem riesig. Also Globus ist schon groß von den Supermärkten, aber nicht riesig. Also das ist am ehesten der Entsprechung, glaube ich, so ein Globus. Wobei der von der Größe teilweise auch an sowas hinkommt. Aber ich denke mal, der Globus ist bei uns eigentlich, also bei uns in der Gegend gibt es eigentlich nur einen Globus als so große Handelsketten. Und sonst hat man ja eher kleinere Supermärkte und da ist das alles noch ein bisschen aufgespalten. So, wie gesagt, ich fliege jetzt eigentlich momentan nur blöd durch die Stadt, weil ich nicht weiß, was ich bauen soll. Das hat einen Nachteil jetzt, ne? An einem langen Projekt. Also ich meine, wir haben jetzt die 200 Folgen noch nicht erreicht, sind aber knapp dran. Was ja an sich auch schon mal eine Leistung ist, 200 Folgen für ein Spiel. Ich möchte auf jeden Fall eine zweite Staffel auch starten, aber ich weiß auch noch nicht genau wann. Ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr vielleicht in dieser Stadt noch sehen wollt. Wenn nicht, warten wir jetzt einfach auf das Observatorium, dass das fertig ist und schauen, was wir noch so treiben könnten. Was vermutlich relativ langwierig oder langweilig jetzt sein könnte. Hier ist auch noch ein kleiner Verkehrsengpass. Der aber eigentlich verschmerzbar ist. Ich meine, ein paar Engpässe hat man in seiner Stadt ja immer. Das ist halt so. Manche kann man halt auch leider nicht lösen. Oder zumindest nicht lösen, ohne die halbe Stadt umzubauen. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache dann. Im Endeffekt. Wir könnten auch eine Fähre bauen, aber das ist hier bei dieser Map eher suboptimal, weil das halt ja auch ziemlich erstens sinnfrei ist und zweitens ist der Fluss zu eng, als dass man da produktiv irgendwas bauen könnte. Vor allem weiß ich auch nicht, ob die Dinge überhaupt funktionieren. Haben wir hier irgendwas im Mangel gerade? Nein. Hightech-Industrie haben wir einen kleinen Überschuss gerade gehabt. Und warum haben wir schon wieder 372.000? Was ist denn hier Top 10? Ach, der. What the fuck bringt denn dieser Walmart? Holy shit! Also. Seriously, aber ist das nicht ein bisschen arg übertrieben? 137.000 Steuern? Ich meine, das bringt 1.600 und der Walmart 137.000. What the fuck? Das ist ja voll das Cheat-Gebäude. Was kostet das Ding zu bauen? Moment, das will ich jetzt wissen. Also ernsthaft mal, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, es kostet 200.000 zu bauen, aber das hat man in zwei Runden wieder drin, also. Also in zwei, keine Ahnung, Zeiteinheiten. Wie das abgerechnet wird, weiß ich nicht. Also ernsthaft mal, es ist ja voll übertrieben, oder? Oh Mann, ich wundere mich schon, warum ich so eine Riesenbilanz habe. Also Bottom 10 Berliner Dom, TV-Zentrale Klinik.
Russ Building, das Schloss ist gar nicht drin. Das, glaube ich, kostet 10.000. Hier sehen wir auch eine Auflistung der ganzen Ausgaben. Wovon natürlich die exportierte Geldtoken, weil wir... Ach, weil wir... Ja, das kriegen wir, die minus 208.000. Was geben wir denn am meisten aus? Abfallverwertung geben wir haufenweise aus. Ist auch, glaube ich, das meiste. Oder nee? Öffentliche Verkehrsmittel sind noch teurer. Und Spezialisierungsgebäude sind noch teurer. Also Spezialisierungsgebäude sind die teuersten Ausgaben bei uns. Steuern könnten wir auch noch erhöhen. Dann haben, wenn wir hier die Steuern für den Einzelhandel noch weiter erhöhen, dann kriegen wir nämlich noch mehr Geld. Ich kann die ja mal ein bisschen senken um einen Punkt jeweils. Dann haben wir weniger Einnahmen, aber ich glaube, wir haben durch das Supercenter sowieso massiv Einnahmenüberschuss. Insofern kann man auch die Steuern mal senken. Holy shit, leckt das hier, ey. Die Steuern mal ein bisschen senken. Ich meine, wir haben eh genügend Geld. Die öffentliche Verkehrsmittel und Preise für Freizeit kann man verringern zum Beispiel. Okay, Private Transport Preise kann ich irgendwie nicht anpassen. Doch, hier geht's schon. Wann sind die glücklich damit? 50% machen wir mal. Hier plus 20. Irgendwie buggt es ziemlich rum, ne? Ich hätte gerne genau 50, aber ich glaube, das ist ein Wunschdenken, dass ich das erreiche hier bei dem Lag. Moment. Ja. Mal schauen. Machen wir hier mal plus 20 überall. Dann sind unsere Unternehmen nämlich glücklicher. Und wir haben nicht ganz so viel. Dann fühle ich mich nicht ganz so wie ein Cheater durch diesen Walmart-Super-Dingens da. Weil das ist ja schon ein bisschen arg übertrieben. Fühle ich mich, wie gesagt, nicht ganz so wie ein Cheater mit der... Mit so einer... Hier machen wir mal Steuern auf 10%. Ich meine, wir brauchen nicht mehr... Und dann sind unsere Leute auch ziemlich glücklich. Und wir haben nur noch 179.000 plus. Wunderbar. Dann lohnt sich das vielleicht. Dann ist das vielleicht ein bisschen eher ein realistischer Wert, sage ich mal. Wir haben jetzt alles ein bisschen besser gemacht. Hier, die sind unheimlich zufrieden. Die sind nicht ganz so zufrieden, ist halt stabil, ne? Also die sind jetzt nicht angepisst, sind aber auch nicht wirklich zufrieden. Und ich müsste jetzt gleich cutten. Jetzt muss ich mal schauen, wie weit ist denn das Ding? 28%. Okay. Hier die Führungskräfte können wir zum Beispiel wieder abziehen. Büros können wir eigentlich noch kurz mal abwarten hier, bis das fertig ist und die neue Phase starten. Wir brauchen eh nur noch 3 Büro, glaube ich. 3 Büro-Token brauchen wir noch. Das können wir jetzt ja wohl noch abwarten, schnell. Ich weiß halt auch nicht, wo ich die Straße ranführen muss. Da muss ich da mal schauen, wenn das Ding fertig ist. Ach, guck mal, hier sehen wir unsere ganz... Alter, hat das einen Umkreis auch? Ist das auch das Walmart Center? Ist das auch dieses Walmart Center? Moment. Ist das dieses... Ich sehe es hier gerade gar nicht, weil es so viele Einheiten hat hier. Die produzieren Urlaub, Bürodienstleistungen und Geschäfte. Kaufen Landwirtschaft und Hightech-Industrie. Okay, also die sind es aber nicht, die hier diesen extrem hohen weißen Kreis da von der Lebensqualität her erzeugen. Das ist das Walmart Center, ne? Wie gesagt, das ist ein ziemlich unbalanciertes Gebäude. Ich meine, das bringt ewig viel Geld. Bringt auch noch hier den weißen Kreis der Lebensqualität quasi, also der Sehenswürdigkeiten, Attraktionsbonus da. Also sehr, ernsthaft, das ist ein bisschen arg. So, die Phase ist fertig. Wir schauen jetzt mal, dass wir die nächste Phase noch kriegen. Wir brauchen qualifizierte Arbeiter, Führungskräfte, Schwerindustrie, Strombüros. Okay, Moment. Was verkaufen wir denn? Schwerindustrie brauchen wir wieder. Strom brauchen wir wieder. Büros haben wir, Führungskräfte und Qualifizierte haben wir. Okay, dann haben wir wieder alles. Schauen wir mal, wie viel Geld wir jetzt verdienen. Vermutlich nicht mehr so viel. So, wir können alles zuweisen, oder? Dann können wir auch in die zweite Bauphase. So, zweite Bauphase läuft. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich eine Aufnahmepause. Ich glaube, wir werden die nächste
Bauphase der Baustelle hier jetzt nicht mehr erleben, außer das passiert jetzt gleich. Aber ich würde sagen, man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und ich erwarte eure, also zumindest ein paar Kommentare, was wir vielleicht noch bauen könnten, wenn euch nichts mehr einfällt. Werden wir das Observatorium noch fertigstellen und dann das Projekt pausieren? Ich weiß halt jetzt nicht. Wenn auch noch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ja, würde ich sagen, man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus.